Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, wieder hier hinten. So. Das Nervigste habe ich erstmal direkt umgebracht. Jetzt gönnen wir uns erstmal die hier. Okay. Unter mir ist ein Speiseraum. Ich gönne mir aber erstmal natürlich das Energiejuwel. Okay, wir wissen zumindest auf der Etage ist nichts. Oder auch auf der da unten nichts. Also muss ganz unten irgendwo der Typ sein. Zuallererst bist du umgebracht, bevor du irgendwas machen kannst. Weil diese Doppelpfeile, die hasse ich. Und wenn ich kann, töte ich die natürlich vom Weiten. So, mal gucken. Ist hier richtig? Nee, einen weiter. Eine habe ich noch, passt. So, jetzt müsste ich die AK-Karten kriegen, ne? Nee, keine Sorge, ich bin keiner von dem. Okay, ich will nicht zählen, wie lange du jetzt hier drin warst. Ich will nur die Keycard. So, hier runter. Es sind übrigens schon sehr viele Slushies draufgegangen. So, Keycard. Und dort kriegen wir dann wahrscheinlich auch die letzte. So, let's go. Eigentlich kann ich sie jetzt schon nachfüllen, weil das bleibt ewig offen. Let's go. Oh, hier darf ich speichern. Welche Tür ist richtig? Okay, die über mir sollte richtig sein. Aber welche? Ja, ich kann ja nur die links von mir nutzen. Ich kann hier nicht drauf. Hä? Ach so. Ich bin doof. Okay, einen zurück muss ich. Aua. Aua. Und ein Bossgegner. Nein, noch schlimmer.
Okay, die habe ich jetzt direkt als erstes umgebracht. So, noch einer tot. Na, doch schneller auf, du Troller. Tschüss. Du greifst ihn nicht an. Nein. Ich hasse diese Bogenschützen. Vor allem sind das auch noch voll die Feiglinge. Wer bist du denn? Okay, die Dinger bleiben einfach an mir heften. Mann! Auf die Dinge muss ich aufpassen. Aua! Kann sein, dass ich nach dem Part nochmal hier Slushies holen muss. Ich habe den Hund umgebracht. Für einen Hundekuchen, der mir nur 5 AP bringt. Ich komme mir verarscht vor. Das war unglaublich, wie du da rumgesaust bist. Links und rechts und dann BÄM, direkt in die Fresse. Ich wusste nicht, ob ich jubeln oder weinen sollte. Eigentlich sind das meine Freunde. Danke, dass du uns gerettet hast. Ein bisschen später und wir werden jetzt Gehirn gewaschen. Trete beiseite, wichtiger Freund will durch. Thomas! Okay, genau dein Gesicht wollte ich wiedersehen. Und Bart, mein bester Alien-Kumpel. Aber wo ist Alien? Was ist das für ein komischer Hundemensch? Sind das die bösen Eindringlinge, von denen du uns gewarnt hast? Ich glaube nicht, der gegen den Gale gerade gekämpft hat, ist ein Kobold. Sie haben sich in der Galaxis einen Namen als professionelle Söldner gemacht. Was bedeutet, dass sie von jemandem bezahlt wurden, hier zu sein, aber warum? Lass uns einfach hoffen, dass sie nicht hinter dem her sind, was ich vermute. Entschuldigt die Störung? Ich bin Sir Max, loyaler Diener des Prinzen. Unser Geheimdienst hat uns informiert, dass der Prinz oben im Turm gefangen gehalten wird. Ich habe eine kleine Einheit angeführt, mit dem Ziel eines Rettungsversuches. Dass ich mich in dieser Zelle aufhielt, spricht leider für das Ergebnis. Aber nachdem ich gesehen habe, wie du diese gedankenkontrollierenden Wächter außer Gefecht gesetzt hast, bekomme ich wieder Hoffnung. Wenn wir zusammenkämpfen, werden wir bestimmt Erfolg haben. Genau, bitte hilf uns, den Prinzen zu retten. Du musst uns helfen. Natürlich. Oh, danke. Das ist eine günstige Gelegenheit. Ich muss immer noch mit dem Anführer dieses Landes sprechen. Er muss Kenntnis über die Mechanismen eurer Gesellschaft haben, mit denen wir die Welt retten. Ich habe noch eine Rechnung offen. Niemand schmeißt mich ins Gefängnis. Nach diesem Ausbruch werden sie sicher die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Weshalb wir sofort handeln müssen. Wir brechen sofort auf. Ich werde unsere Streitkräfte aus ihren Verstecken locken und mit ihrer Hilfe für Ablenkungen sorgen. Wenn wir ihre Aufmerksamkeit woanders hindenken, können wir derweil sicher den Turm erklimmen. Hätte! Zu den Waffen! So, ist hier noch irgendwas Schönes? Um Gefängnis zur Linken des Hauptterminals findest du einen Lift. Der wird dich direkt zum Fuß des Turms bringen. Wir werden dort auf dich warten.
Bevor du gehst, habe ich noch etwas für dich. Ich nenne es den Überschallspeer. Eine Waffe, die ich aus dem Zeug, was ich rumliegen hatte, zusammengebaut habe. Die Speerspitze resoniert mit einer Frequenz, die es ihr ermöglicht, in Fenstermaterialien anzudringen. Sie schiebt sich quasi zwischen die Bestandteile von Holz und Stein. Was Metall angeht, muss ich aber noch etwas an der Frequenz schrauben. Wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätte ich ihn für einen Ausbruchsversuch genutzt. Perfekterweise ist das ohnehin nicht mehr nötig. Du kannst ihn behalten. Ah, ich kann ihn als Plattform benutzen, den Speer. Ins Inventar mit dir. Warte. Und natürlich wirft man den. Und ich kann mehrere werfen. Cool, jetzt komme ich auch an höhere Plattformen. Ja, raus mit euch. Hallo? Aufwachen. Ah, hier war noch jemand drin in der Kiste. Kann das sein? Mein Ritter in glänzender Rüstung? Erinnerst du dich nicht? Ich bin's, Ruby. Nachdem ich das Kopfgeld an den Nagel gehängt habe, entschied ich mich, ein Wächter zu werden. Wie schwer kann das schon sein, richtig? Oh, wie falsch ich lag. Ich stolperte in irgendeinem bösen, finsteren Plan, aber niemand schaut in eine Kiste inmitten einer Zelle. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe dadurch einen Mondstein erhalten. Sag mal, willst du nicht hier auch rausrennen? Wollte schon sagen. Also der Speer ist echt praktisch. Wenn ich ihn auch noch in die Gegner reinspammen kann, ich will einfach mal wissen, wie viel Schaden macht der. Ja, gegen diese Drohne ist ja schon mal unnütz. Weil der braucht zu lang. Ich muss mir jetzt erstmal noch den Mondstein da unten holen. Wie bist du so schnell hier hingekommen? Ah, ich kann mir jetzt auch selber die Keykarten hier auffüllen. Meins. Ich wollte gerade sagen, kann ich zielen mit dem Teil? Also ich kann mich dabei drehen. Da oben ist ja jetzt offen. Da ist ein Lift. Hallo, komm zurück. Der Speer bleibt doch echt lang in der Wand. Kann man jetzt hier einfach zurück? Ja, ich habe mir jetzt eine Abkürzung freigeschaltet. Ja, speichern. Und dann sage ich, das war's dann auch für heute. Ich habe jetzt fast einen Nervenzusammenbruch gehabt, beim ersten Part, der heute rauskam. Weil diese Bogenschützen echt nerven. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ich fülle jetzt auf jeden Fall erstmal die Slushies auf.